Ivory is the best restaurant this side of Tucson, Arizona. Du möchtest jetzt wissen, was so das klassische Tour-Setup ist. Da haben wir also das überall einsetzbare Knäckebrot. Dann brauchen wir natürlich was, um das Ganze würzig zu machen. Dann nehmen wir das klassische Texikaner Salzer. Dann haben wir dazu als idealen Belag das klassische Salami. Zum Nachtisch, da haben wir das klassische Glas Nutella. Dieses Set befähigt dich, überall zu überleben. Das ist das allererste Mal, dass wir zu früh bei einer Location beim Gig ankommen. So. Nein. Ich darf einmal ganz kurz die Runde vorstellen. Wer bist du und was machst du? Ich bin der Frank, ne? Und ich spiele Schlagwerk. Also er ist der Frank, ich bin die Frank. Und ich spiele Bass in der Band Ivory. Ich bin Kaya. Alter, und ich spiele... Moment mal. Ja gut, ich bin David. So, der geräumige Backstage. Setlist für heute Abend. Oh. Hilfe! Drehen uns dann um im Rücken zum Publikum und machen ein Selfie mit dem Publikum. Nee, du bist da. Alter Schwede. Warte mal. Der Stecker? Muss man irgendwo Feuer anmachen, vielleicht ist sie ein bisschen oldschool. Vielleicht musst du ihr gut zureden. Liebe Mikrowelle, mache mein Essen warm. Hex, Hex. Vermutlich kein Stecker eingesteckt. Doch. Ah, warte mal. Stecker rein. Wir sind jetzt im Bus auf dem Weg von Flensburg zurück nach Bremen in die Heimat. Heute Abend gehen wir Saga fremd, denn wir spielen heute eine einzige Show mit Manfred Mann's Earth Band. Das ist Alpis hier, Transporter, hier sind LKW. Das ist Alpi Dicker? Wir sind im wunderschönen Elsdorf, in der Nähe von Aspe. Und Aspe ist wiederum in der Nähe von Zeven. Zeven, wisch und weg. So, hallo, wir sind im Aladdin in Bremen. Für mich ist das ein bisschen mit nostalgischen Erinnerungen verbunden, denn ich habe 3 Jahre meines Lebens hier so fast jedes Wochenende verbracht. Nämlich hinterm Tresen. Ich zeige euch mal meinen Tresen. So, das ist der Schlauch. Der heißt so, weil er so lang ist und so schmal. Das war mein Tresen. Und hier bin ich dann 60 Kilometer gelaufen jeden Abend. Ich habe ziemlich viele Bands auf dieser Bühne gesehen, von diesem Tresen aus. Und jetzt stehen wir heute Abend auch auf dieser Bühne und das ist irgendwie so ein ganz, ganz geiles Gefühl, das muss ich schon zugeben. Geht die Muffe? Geht dir die Muffe? Ja. Ja. Heute Aladdin. Hütte ist gerammelt voll. Und wir wollen gleich proggen. P-R-O. O-H-C-K-G.